Guten Tag allerseits. Ich freue mich wie immer über die Resonanz, dass die Unterwelten mit ihren Touren so viel Anhänger findet. Das ist ja alles schon ewig her. Also ich bin froh, dass ich 60 Jahre in einer Demokratie gelebt habe. Das will ich mal so vorneweg schicken als Einführung. Denn ich habe ja zwei Diktaturen erlebt. Also am Ende des Krieges, Zweiten Weltkrieges, war ich 10 Jahre alt. Ich habe also so die schrecklichen Auswirkungen dieser 12 Jahre Nationalsozialismus noch so ein bisschen erlebt als Kind. Und danach dann 16 Jahre sowjetische Besatzungszone und DDR. Dies war Deutsche Demokratische Republik, die war von Demokratie weit entfernt. Ich will diese beiden Diktaturen nicht vergleichen. Die eine war ganz schlimm und die andere war erheblich weniger schlimm. Ne? Um so ein bisschen klar zu machen, wieso ich so in die Mühlen zwischen Ost und West geraten bin, ein paar Daten aus meinem Leben. Ich bin also 1942 in Berlin in die Schule gekommen. Ich wohnte damals in Berlin-Charlottenburg. Und das erste Schuljahr habe ich dann hier in Berlin absolviert. Aber 1943 wurden dann in Berlin die Schulen geschlossen wegen der Bombenangriffe. Und die Kinder wurden alle evakuiert, entweder in Kinderlager nach Schlesien oder Pommern. Oder wir sind mit zu Verwandten nach Dresden gezogen. Und da habe ich dann 1943, 1944 in Dresden die Schule besucht. Aber das ging nur bis zum 13. Februar 1945. Da war ja dieser fürchterliche Bombenangriff in Dresden, den ich auch erlebt habe. Gott sei Dank überlebt. Und dann war erstmal Schluss mit Schule. Wir sind dann im April, Anfang April, nach Gera in Thüringen gezogen, weil mein Vater dort bei Siemens arbeitete. Da waren wir kaum ein paar Tage in Gera, da war da der eine heftige Bombenangriff auf diese Stadt. Nicht mit Dresden zu vergleichen, aber immerhin ein paar hundert Tote und allerhand Bombenschäden auch. Aber dann war bald danach der Krieg für mich zu Ende, denn Mitte April zogen in Gera die 6. US-Armee ein mit einem riesen Wagenpark. Das war für so einen knapp 10-Jährigen ein unglaubliches Erlebnis. Wir wohnten in einer Straße, wo hauptsächlich Villen waren am Ende der Straße. Und diese Villen wurden von den Amerikanern beschlagnahmt. Und der Wagenpark war so, wie man das ja dann erst viel später erlebt hat, dass die Autos senkrecht zum Bürgersteig parkten. Also der ganze Bürgersteig dieser Straße war voll mit Panzern, Jeeps, Lastwagen und so weiter. Unglaublich. Und wir haben dann engen Kontakt mit den GIs gehabt. Die waren sehr kinderfreundlich, haben Schokolade verteilt und so weiter. Es waren also sehr interessante Tage für so einen 10-Jährigen. Ja, die sind dann leider im Juni, glaube ich, war das, sind die dann abgezogen, die Amerikaner. Wir wollten es erst gar nicht glauben. Und dann ein paar Tage später kam dann die Rote Armee, ist dann da eingezogen. Mit einem völlig, die bestand also zu 90% aus Panierwagen mit Pferden. Ne? Und ein paar Lastwagen, wobei ein Großteil der Lastwagen waren so russische Produktionen mit so hölzernen Führerhäuschen. Aber ab und zu hatten sie auch schon amerikanische Studebaker, die wurden ja über das Nordmeer sind ja in die Sowjetunion gebracht worden und da hatten sie dann auch schon einige Lastwagen. Also ich habe da diese beiden Armeen so erlebt. Also als die Amerikaner kamen, war ja auch kaum noch Krieg, ist da kaum Schuss gefallen. Und als die Rote Armee dann einzog, war ja der Krieg auch schon zu Ende. Aber der Unterschied war, dass wir zu den Russen überhaupt keinen Kontakt hatten. Die sind also gleich in irgendwelche Kasernen gekommen und wir haben also mit den russischen Soldaten oder sowjetischen Soldaten, das waren ja alles, waren ja teilweise Ukrainer, Weißrussen, Tscherkessen oder weiß der Teufel was alles, mit denen kaum Kontakt gehabt. Im Oktober 1945 ging dann die Schule wieder weiter. Ich war also vom Februar 1945 bis Oktober 1945 nicht in der Schule, gab es keine Schule. Im Oktober 1945 fing die in Gera wieder an und da kam ich dann in die 5. Klasse. Das hatte meine Mutter so bestimmt, die hat mich eine Klasse überspringen lassen. Kam in die 5. Klasse und dann habe dann die ganze Schulzeit in Gera gelebt und habe 1953 in Gera Abitur gemacht. Meine Schwester, die Jahrgang 30 war, die ist also schon 47 nach dem Abitur in Gera wieder nach Berlin in unsere alte Wohnung, die wir immer noch hatten in Charlottenburg. Und meine Mutter ist 53 nach Berlin. Meine Eltern waren geschieden, mein Vater war früher Siemens, dann später Betriebsleiter in volkseigenen Betrieben, RFT, Rundfunk- und Fernmeldetechnik.
Und ich habe angefangen in Dresden an der Technischen Hochschule, so hieß sie damals, Bauingenieurwesen zu studieren, 1953. Ich wurde 1960 fertig, bisschen über die normale Studienzeit hinaus. 1960, Mutter, meine Schwester lebten also schon wieder in West-Berlin, oder in Berlin, damals war es ja West-Berlin, Charlottenburg. Und meine Einstellung in der Zeit des Abiturs war ich relativ positiv eingestellt zu dem sozialistischen Gedanken. Ne? Aber im Laufe des Studiums und des älter und reifer Werdens hat sich meine Meinung ziemlich geändert und mir war klar, dass ich diesen Staat DDR verlassen will. Das Problem war nur, dass wir unsere Diplomzeugnisse nicht kriegten, also weil die Hochschule schon ahnte, dass manche, die eben, wenn sie dann ihr Diplom hatten, in den Westen abhauen. Und da haben die Ausgabe der Zeugnisse sehr extrem verzögert. Ich bin ein paar Mal nach Dresden gefahren und habe mich beschwert. Und habe mein Zeugnis dann im Juli 1961 bekommen. Und erlebt, ich habe inzwischen schon in Ost-Berlin gearbeitet, als Bauingenieur bei VEB Industrieprojektierung am Kölnischen Park. Ein Riesenbüro mit 600 Leuten. Ja, also im Juli kriegte ich das Zeugnis und konnte man sich als Berliner gar nicht vorstellen, dass das, was dann einen Monat später passierte, dass so eine Stadt völlig getrennt wird durch die Mauer oder am Anfang mit Stacheldraht, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Die Leute, die mehr in der DDR lebten, haben sich das eher vorstellen können, denn es war ja schon eine extreme Fluchtbewegung damals 1960, 1961. Naja, also ich wollte zwar weg, aber hatte das nicht so eilig. Am 12. August 1961 habe ich noch meine Mutter besucht mit meiner Freundin zusammen, die ich 1954 in Dresden kennengelernt hatte. Und wir waren noch in der Nachtvorstellung am Kurfürstendamm und sind dann nachts um 12 wieder nach Ost-Berlin gefahren. Ich wohnte damals am Prenzlauer Berg, Knagstraße, da an dem Wasserturm. Und haben nichts in dieser Nacht, nichts davon geahnt, was in dieser Nacht dann passiert. Als ich am Morgen dann die Nachrichten anmache, dann wurde gesagt, dass die Stadt eben getrennt ist. Der Beginn des Mauerbaus. Am Anfang war es ja keine Mauer, waren es eigentlich nur Stacheldrahtsperren. Und ich bin dann mit meiner Freundin, wir haben dann in dem Moment erstmal gar nicht an Flucht gedacht und gesagt, also das können sich die Leute doch nicht so gefallen lassen, was da passiert ist an dem Tag oder in dieser Nacht. Und wir sind dann los, sind Richtung Friedrichstraße und dann Linden und waren dann in der Nähe vom Brandenburger Tor. Aber uns war schon klar, dass das war alles sehr martialisch, viel Polizei, Armee und Kampfgruppen und Panzer. Und naja, wir haben dann so 2 Stunden da in der Nähe vom Brandenburger Tor gestanden, vor uns die ausgerollten Stacheldrahtrollen, die vielleicht zu hoch waren, und alle 10, 15 Meter ein Volkspolizist oder ich weiß nicht, ob das Armee war oder vielleicht auch Kampfgruppen, alle mit Maschinenpistolen bewaffnet. Und auf der anderen Seite begann ja der Tiergarten. Und da standen so die vielen Westberliner, überwiegend Leute, junge Leute, die da protestiert haben. Also in der Stunde wäre es ganz einfach gewesen, über diese vielleicht so hohe Stacheldrahtrolle zu springen. Nicht? Ich war damals 24, meine Freundin 22. Also das wäre eigentlich kein Problem gewesen. Aber man hatte eben doch ein bisschen Schiss. Die waren ja die Popos alle mit Maschinenpistolen und so. Naja, wir haben uns... Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gemacht, aber nun, wenn man zu zweit ist und wie reagiert nun das Mädchen und so. Und jedenfalls haben uns nicht getraut, sind wieder nach Hause gegangen und haben dann 4 Wochen lang probiert, auf irgendeinen Weg dann eben nach West-Berlin zu kommen. In der ersten Woche hat mich meine Mutter und meine Schwester noch besucht, da konnten ja die West-Berliner noch nach Ost-Berlin. Nach einer Woche war das dann auch zu Ende. Und ich bin dann vom 2. oder 3. September, da habe ich gedacht, so die Nase voll, habe ein paar Tage Urlaub genommen, bin nach Dresden gefahren. Also wegen meiner Freundin auch, die war ja aus Dresden, ich wollte zu ihren Eltern. Und da bin ich am 5. oder 6. September, bin ich in Dresden in das Bühlauer Bad gegangen. Wer Dresden kennt, ist eines der bekannten Freibäder in Dresden. Und da traf ich einen ehemaligen Kommilitonen. Der gehörte so zu meinem engsten Kreis und wir wussten ja voneinander so, wer weg will aus dem Staat. Und er sagte mir, also wir fahren nach Berlin, da ist der Bruno, auch einer aus meinem Semester, der hat eine Möglichkeit, musst aber sehen, dass du schnell nach Berlin kommst. Dann bin ich am gleichen Abend noch nach Berlin gefahren. Es war ja so eine D-Zugstrecke Dresden-Berlin.
Und ab dem Bruno Kaschke hieß er, das war der FDJ-Sekretär unserer Seminargruppe, der kam von der ABF, ist das ein Begriff, Arbeiter- und Bauernfakultät, das ist so ein zweiter Bildungsweg in der DDR gewesen. Und der war FDJ-Sekretär, hatte aber auch die Schnauze voll von dem Staat und wollte weg. Und der hatte die Möglichkeit, durch die Kanalisation abzuhauen. Das waren zwei Gruppen, die das in Berlin organisierten. Das eine waren Studenten der Hochschule für Bildende Künste, hieß sie damals, heute Universität der Künste. Und in Ostberlin war es die Kunsthochschule Weiße See. Und Studenten dieser beiden Hochschulen haben zusammen sich Pläne für eine Stadtentwässerung besorgt. Und die dritte Gruppe waren Studenten von der TU in Ost-West-Berlin, die das auch organisiert hatten. Und die Gruppe, mit die ich zusammenkam, das waren also Leute, die das also von den beiden Kunsthochschulen organisiert hatten. Der Bruno Kaschke, der hat es ein paar Tage vorher schon probiert. Die sind aber wieder nach Hause gegangen, weil zu viele Leute auf der Straße waren. Man musste ja nun in diese Kanaldeckel einsteigen. Der nannte mir eine Gruppe, zu denen ich hin sollte. Es waren fünf Leute, vier Mädchen und ein junger Mann, alle so Anfang 20, zwischen 20 und 25, waren alle Studenten von der Kunsthochschule in Weißensee. Und die habe ich aufgesucht, kam dazu und die waren auch ganz froh, dass ein zweiter Mann dazu kam. Denn man musste ja diese schweren gusseisernen Deckel rausheben. Das hätten die Mädchen zwar genauso gekonnt wie wir, aber man hat sich schwerer vorgestellt, als es dann war. Aber ich hatte ja nur meine Freundin mit dabei und die wollte auch weg. Und die haben gesagt, sechs ist die maximale Zahl, sonst gehen sie lieber zu fünft. Das muss ja mitten in der Stadt, muss man in die Kanalisation einsteigen und das darf ja auch nicht bemerkt werden. Naja, die waren also stur, es war nichts zu machen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann gehe ich eben alleine mit. Und wenn das bei mir klappt, dann werde ich also schon eine Möglichkeit für meine Freundin finden. Und ich bin dann an diesem Tag, das war also der 7. September 1961, mit dieser Gruppe in die Gleimstraße gegangen. Die Gleimstraße geht also von Prenzlauer Berg Richtung Weddingen rüber, beginnt an der Schönhauser Allee und in der Nähe der Schönhauser Allee wurde uns auch ein Deckel gezeigt, wo wir einsteigen müssen. Da gab es dann noch einen siebten Mann, den sogenannten Deckelmann. Der hatte dann die beiden Haken, mit denen man diesen gusseisernen Deckel hochheben konnte. Das war aber derjenige, der im Osten bleiben musste. Das war derjenige, der den Deckel wieder zumachen musste. Denn wenn also weitere Leute da flüchten wollten, musste ja, nachdem wir eingestiegen waren, der Deckel wieder zugemacht werden. Also der Deckel, den haben wir aufgemacht. Also ich bin mit dem anderen jungen Mann raus. Mit den Haken war das ganz einfach, den Deckel hochzuheben. Drunter ist noch so ein Blechdeckel, so eine Art Laubfang, den muss man auch rausnehmen. Dann ist der andere junge Mann eingestiegen, dann die vier Mädchen, ich als Letzter. Das waren so Steigeisen, da stieg man dann runter, es ging vielleicht so 3-4 Meter nach unten oder 2-3 Meter. Und unten war dann ein Hauptsammler, Regenwasser und Schmutzwasser, der am Anfang vielleicht so 1,40 Meter, 1,50 Meter hoch war. Also eingezogenen Kopf konnte man also fast aufrecht gehen. Und von da aus ging es dann so ein paar hundert Meter die ganze Gleimstraße runter bis zur Grenze Richtung Wedding. Ich hörte dann, wie hinter mir noch der Deckel zugemacht wurde. Es war natürlich stockdunkel. Man hat sich dann so vorgetastet. Rechts und links hat man dann manchmal so in die Hausausläufe des Schmutzwassers gegriffen. Es war vielleicht nur so hoch Wasser drin, also kein Problem. Und dann hat man sich eben diese 500, 600 Meter da vorangetastet, bis man an eine Stelle kam, wo man dachte, jetzt müsste ja eigentlich die Grenze sein. Dann war auch die Grenze da, aber das war ein Gitter, was in der Kanalisation war. Ein Gitter, was wir dann, waren wir natürlich erstmal entsetzt und gedacht, nun ist die Sache beendet. Aber wir haben das Gitter abgetastet und haben festgestellt, dass das Gitter unten vielleicht so viel Bodenfreiheit hatte. Das war, inzwischen war, konnte man aufrecht stehen, war ein Hauptsammler vielleicht 1,70 Meter, 1,80 Meter hoch. Und so hoch war vielleicht Wasser drin, also Dreckbrühe. Und da haben wir uns dann flach gelegt und sind gerade so, wir waren jung und nicht dick, sind unter diesem Gitter durchgerutscht. Und als wir da alle durch waren, dann haben wir schon in der Ferne mal, wir hatten keine Taschenlampen, das war ja auch, sollte man aus Sicherheitsgründen da kein Licht machen mit Taschenlampen, aber wir sahen dann ganz
in der Ferne mal so ein Lichtblitz, so eine Taschenlampe aufleuchten. Und wir wurden dann also von Westberliner Studenten da in Empfang genommen. Wir sind da vielleicht noch 100 Meter weiter in der Kanalisation. Dann ging das rechts ab in die Grauenstraße. Das war also dann schon im Wedding. In der Grauenstraße war dann wieder ein Deckel offen und da stand ein VW-Bus drüber. Da sind wir rausgekommen, alle rein in den VW-Bus, Deckel zu und ab. Das sollte ja auch im Westen kaum möglichst keiner sehen, nicht? Und ich bin dann nachts um 3 in West-Berlin bei meiner Schwester abgeliefert worden. Natürlich völlig verdreckt und stinkend. Aber trotzdem natürlich eine freudige Begrüßung. Am nächsten Tag bin ich dann auch zu meiner Mutter, die in einer anderen Adresse da in Charlottenburg wohnte, in unserer alten Wohnung, wo ich 1934 eingezogen bin als Säugling. Ja, nun ging es darum, meine Freundin rüberzuholen. Und ich hatte ja nun Kontakt mit den Luchthelfern, die ich da im Westen getroffen hatte und habe mich auch mit denen verabredet, bin hingegangen und musste feststellen, dass also da schon x Leute warteten, in irgendwelchen Gruppen als Nächste da durchzugehen. Weil jede Gruppe, die rüberkam, meinetwegen 6 Leute, jeder hatte dann 2, 3, die auch weg wollten. Also es staute sich. Und die haben mir gesagt, ja, sie werden meine Freundin da ganz nach vorne schreiben, aber das wird schon ein paar Tage dauern. Naja, nun war ich eigentlich erstmal guten Mutes. Und ich hatte über eine Familie in West-Berlin, die auch wieder Freunde in Ost-Berlin hatte, hatte ich Kontakt. Ich bin dann immer in die Kiefoldstraße gegangen. Das war eine Grenze zwischen, auf der anderen Seite, das war es Treptow und auf der, naja, egal. Da war einer in Ost-Berlin, mit dem man dann so über den Stacheldraht hinaus reden konnte. Und der sagte mir, ja, die sind alle verhaftet worden. Alle, war erstmal nicht klar, war meine Freundin und mehrere Kommilitonen. Und später kriegte ich dann genauere Nachrichten, zum Beispiel von einem Telegramm von Anita Möller, hieß sie damals noch. Nee, Anita Herschel. Heute Anita Möller, die hält auch hier so Zeitzeugengespräche. Die ist damals durch den Tunnel 29 gekommen. Die lebte, war damals also noch in Ost-Berlin. Und die schickte mir ein Telegramm mit dem Text, sie hätte gehört, dass in 7 Jahren sich alle Zellen im Menschen erneuern. Und das war für mich die Feststellung, dass meine Freundin also 7 Jahre Zuchthaus bekommen hatte. Ne? Also damals gab ja kein Telefon, keine Handys, also man durfte keine Briefe mit Originaltexten schreiben, wo man solche Dinge aussprechen konnte. War also so eine verschlüsselte Nachricht, die ich aber sofort begriffen habe. Und das war dann also schon im Dezember 61, denn Anfang Dezember war der Prozess in Halle. Da sind 6 Leute, also meine Freundin, 2 aus meinem Semester, also wir waren ja alle schon fertig, also die hatten also Diplom-Ingenieure. Einer, der hatte Schiffbau studiert in Rostock und 2 Maschinenbauer von Dresden. Die sind alle verurteilt worden. Die beiden aus meinem Semester zu je 8 Jahren, meine Freundin 7 Jahre, 2 6 Jahre und eine 5 Jahre. Das ist ein richtiges Terrorurteil, müssen Sie sich mal vorstellen, wie meine Stimmung dann war. Tja, das war also Dezember 61. Und ich saß nun völlig ohnmächtig in West-Berlin und konnte nichts dagegen machen. Da hat sich in mir also ein Hass aufgestaut, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Hass ist keine gute Eigenschaft, aber in dem Fall musste ich wirklich von Hass reden. Ja, was nun machen? Eigentlich konnte man gar nichts dagegen machen. Aber ich hatte dann im Oktober 61, klingelte sonntags an der Tür bei mir. Und da stand der Hasso Herschel vor der Tür. Das war also der Bruder von der Anita Möller, Anita Herschel. Und den hatte ich kennengelernt über diese Familie Herschel in Dresden. Und da, bei denen wir oft zu Besuch waren als junge Studenten, weil mein Freund, der Hannes Möller, die Anita Herschel kennengelernt hatte. Die war damals 17 Jahre. Heute hält sie ihre Zeitzeugengespräche, ist 82. Und da stand auf dem Radio immer ein Bild vom großen Bruder
Und nach Fragen wurde dann gesagt, ja, der ist im Gefängnis. Und da haben wir dann nicht weiter nachgefragt. Aber 1958 kam der aus dem Gefängnis raus, oder Zuchthaus hatte er sogar. Und da habe ich ihn kennengelernt. Wir haben uns auch sehr eng befreundet. Und dem ist es im Oktober 61 gelungen, mit einem Schweizer Pass nach West-Berlin abzuhauen. Und er kannte meine West-Berliner Adresse und hat mich da besucht. Und wir haben uns dann im Oktober wiedergesehen. Und dann war natürlich so eine Gemeinschaft da, wo dann das Überlegen, was kann man denn nun dagegen machen, schon etwas konkreter wurde. Und nach vielen Überlegungen sind wir dann auf die Idee gekommen, also seine Schwester, also und die Frau meines Freundes Hannes Möller, die hatten ja schon ein Kind von einem Jahr, also da war natürlich was über die Grünengrenze zu machen, so gut wie aussichtslos. Und da sind wir dann auf die absurde Idee gekommen, also einen Tunnel zu bauen. Und haben dann auch im Studentenheim in einer TU zwei Italiener kennengelernt haben, den Luigi Spina und Domenico Sesta hießen sie, beide leben heute nicht mehr. Ja, Luigi Spina studierte an der Kunsthochschule in West-Berlin und der Domenico Sesta war Bauingenieurstudent an der TU. Und die hatten einen Freund, der Luigi Spina hatte einen Freund, der auch an der Kunsthochschule studierte, aber aus Ost-Berlin war. Und damals war es ja in Berlin, in Ost-Berlin üblich, dass viele in West-Berlin an den Hochschulen studierten, also entweder an der Freien Universität oder an der TU oder an der Kunsthochschule, aber in Ost-Berlin lebten. Also das Hin und Her zwischen Ost- und West-Berlin war ja also bis zum 13. August überhaupt nicht behindert. Und der konnte nun also dann nicht mehr an seine Hochschule und die beiden Freunde, also die beiden Italiener, wollten ihn nun unbedingt rüberholen. Das war deren Motivation. Da muss ich nur sagen, der Luigi Spina kam auch aus einer Stadt, die auch durch eine Mauer getrennt war, aus Gorizia. Gorizia war zur Hälfte jugoslawisch damals, heute Slowenien, und zur Hälfte italienisch. Also er kannte diese Trennung zwischen Ost und West durch eine Art Mauer. Ja, die hatten also die Motivation, die waren schon sehr engagiert, hatten ein tolles Gelände gefunden, wo man anfangen konnte mit dem Tunnel. Das war hier in der Bernauer Straße. Und wir haben uns mit denen dann verbunden und dann kamen noch zwei, drei andere dazu. Wir waren am Anfang vielleicht so fünf oder sechs. Und da war das Vorderhaus abgeräumt, das war zerbombt. Da waren also nur noch die Keller vorhanden. Und es standen Seitenflügel und Hinterhäuser. Und in dem Seitenflügel waren so Gewerbebetriebe. Und da hatten die einen, der eine Glasmalerei da hatte, angesprochen. Der war auch ursprünglich aus dem Osten. Und die haben klar gesagt, was sie machen wollen. Sie wollen Tunnel bauen und sie wollen da die Keller mal besichtigen. Und der war auch einverstanden, hat ihnen die Keller zur Verfügung gestellt. Und das war fantastisch, die ganzen Keller von dem Vorderhaus waren noch vorhanden. Das Haus war nicht mehr da, aber die Kellerräume waren alle da. Und wenn man so einen Tunnel bauen will, der nach unserer Absicht dann etwa 150, 160 Meter lang werden sollte, bis in die Rheinsberger Straße, das ist die Schönheit, der nächste ist die Rheinsberger. Und die Erde kann man ja nicht abtransportieren, das muss man ja alles im Keller behalten, nicht? Und der Keller war absolut geeignet dafür. Naja, da haben wir dann, es muss April 62 gewesen sein, haben wir angefangen. Erstmal im Keller, ein Schacht nach unten, so vielleicht 3-4 Meter. Und von da aus dann horizontal weg. Wir hatten natürlich auch Holz, uns überlegt, wie man die Abschleifung machen kann und so weiter. Und wir haben gleich festgestellt, das ist unheimlich schwierig. Das war ein ganz harter, lehmiger Boden, also fast mergelartig, wo man also mit großer Mühe nur Boden abstechen konnte. Und wenn man da zwei Stunden gearbeitet hat, wir haben immer eine Schicht, war acht Stunden, also und derjenige, der im Tunnel gearbeitet hat, hat zwei Stunden gearbeitet, war ja sehr anstrengend. Und wenn er Glück hatte, ist er dann 30, 40, 50 Zentimeter vorangekommen. Und da war klar, also mit unseren fünf, sechs Leuten ist das unmöglich zu machen, diese 150 Meter. Und dann sind auch andere dazu gestoßen, die auch schon in solchen Absichten in Berlin unterwegs waren und auch welche schon sowas angefangen hatten. In der Wollangstraße ist mal so ein Tunnel angefangen worden, aber aufgrund von Einbrüchen,
die bis in die Bahnstation Wollangstraße gingen, ist das von der Stasi bemerkt worden. Die mussten aufhören, die haben dann bei uns mitgemacht. Also im Endeffekt waren wir dann so 20 bis 30 Leute. Und immer in drei Schichten, also 3x8 Stunden am Tag. Und jede Schicht musste mit mindestens 4 Leuten besetzt werden. Und einer musste vorne arbeiten, einer musste in dem Schacht sein, einer musste oben sein und den kleinen Wagen mit dem Erdreich nach oben ziehen. Und der eine oben und der andere, die mussten das im Keller verteilen. Also 4 Leute waren immer erforderlich. Nun haben wir angefangen zu bauen. Und es war sehr mühsam voranzukommen. Und wir waren dann vielleicht so 50 Meter weit, waren also eigentlich schon in Ostberlin, denn die Grenze war ja die Hausmauer der Bernauer Straße. Also der Bürgersteig war schon Westen. Wenn die Leute aus dem Haus austraten, waren sie in Westberlin. Und auf einmal wurde es im Tunnel immer nasser, tropfte von allen Seiten, lief Wasser rein. Also nicht von allen Seiten, an einer bestimmten Stelle. Und wir haben dann versucht, das abzupumpen, das Wasser, und das wurde aber immer mehr. Und dieser lehmige, ganz standfeste Boden wurde ganz weich und fiel so in Schlieren ab. Nicht? Also wenn dieser lehmige Boden nass wird, mit Wasser durchtränkt wird, verliert er jegliche Standfestigkeit. Der Tunnel war abgestützt, aber nicht an den Seiten, nur also mit Stempeln und Querhölzern, und die Oberseite war mit Schalbrettern. Ja, wir haben uns also bemüht, mit Pumpen das Wasser wegzukriegen, aber es war nicht möglich, es wurde immer mehr und von den Seiten fiel also schon der Boden so ab. Also wir mussten aufhören. 2 von uns sind dann zu den Berliner Entwässerungswerken und sind dann bis in die oberste Etage, die Leitung da vorgedrungen, und haben denen klargemacht, da muss in der Bernauer Straße irgendein Wasserrohrbruch sein, nicht? Denn da läuft, wir hatten festgestellt, dass im Keller Wasser reinläuft. Und naja, die haben da gesprochen, dem war dann irgendwie wahrscheinlich schon klar, dass das also nicht im Keller war, sondern da irgendein Fluchttunnel gebaut wurde. Und der hat dann gesagt, ja, sie werden sich darum kümmern. Und dann kam tatsächlich eines Tages ein Reparaturtrupp hier in die Bernauer Straße auf den Bürgersteig, der also dann vor der Hauswand, die dann schon Osten war. Wir haben den Boden aufgegraben und ich hatte ja ein bisschen Ahnung von diesem Metier. Ich war ja Bauingenieur und da hatten wir auch Wasserbau. Und habe den Bauarbeitern zugeguckt und die haben da ein tiefes Loch ausgeschachtet und haben gesagt, das hätten sie ja noch nie erlebt. Die wussten ungefähr, wie viel Kubikmeter Wasser da schon weggelaufen sind. Aber der war also eigentlich trocken, der Boden, nicht? Erst als er runterkam, wo dann dieses Wasserrohr lag, was kaputt war, sagten sie, sowas hätten sie noch nie erlebt. Nee, normalerweise wird der ganze Boden nach oben hin aufgeweicht, weil das Wasser steht ja unter Druck. Ne? In dem Fall war das also nicht der Fall, sondern das Wasser war alles nach unten in unseren Tunnel gelaufen. Naja, die haben dann nun sich nicht weiter Gedanken gemacht, haben das repariert und zugemacht. Und wir haben inzwischen uns in einem Tunnel hier an der Kiefoldstraße im Treptower Park beteiligt, der aber auch nicht funktioniert hat. Und das war dann Juli, glaube ich, oder August schon, hörte es auf, das Wasser tropfte nicht mehr, wir konnten weiterarbeiten, haben alles ein bisschen aufgeräumt und haben weitergegraben, waren dann bei 100 Meter, 120 Meter, 130 Meter, 120 Meter etwa. Ja, wir wollten ja etwa 150 Meter in die Rheinsberger Straße. Da fing wieder an, das Wasser zu laufen, wir waren dann schon im Bereich der Schönholzer Straße hier. Und da war uns klar, was wieder passiert war. Leider waren alle späteren Tunnel sind mindestens 3 Meter tiefer gemacht worden. Also wir waren eben nur etwa 4 Meter unter Terrain. Und durch die leichten Setzungen sind oben diese Wasserversorgungsleitung gebrochen und dadurch eben dieser Wassereinbruch. Ja, also nun war wieder Wasser drin und wir waren uns ganz klar, dass wir also das ja hier nicht reparieren lassen konnten. Das war ja nun schon in Ostberlin. Und da haben wir gesagt, also wir können nicht bis zur Rheinsberger, wir müssen eher raus. Und dann muss ich noch erzählen, wir haben ja den Tunnel auch nicht nur einfach so geradeaus gegraben in irgendeiner Richtung, was auch eigentlich nicht realistisch war, denn auf dieser harte Boden, der manchmal auch Stellen hatte, die weicher waren, sandiger,
war der Tunnel dann eben nicht eine gerade Linie, wie er eigentlich sein sollte, sondern war so eine Schlangenlinie. Weil jeder, der da unten grub, immer die Tendenz hatte, ein bisschen mehr in die weichere Richtung zu graben. Dadurch war also wie so eine Schlangenlinie entstanden. Und wir haben uns dann an der TU einen Theodoliten besorgt, haben ein Stativ so verkleinert, dass wir die Theodoliten im Tunnel aufstellen konnten. Und haben also mit dem Theodoliten horizontale und vertikale Winkelzüge gemessen und die auf Karten 1 zu 1000 abgetragen. Wir wussten also nach unseren relativ provisorischen Theodolitenmessungen immer aufgrund der Karte, wo wir waren. Und von jedem Punkt am Ende, meinetwegen bei 100 Meter, 110 Meter, 115 Metern, haben wir immer genau die Mitte des Hauses angesteuert, wo wir hin wollten. Das war jetzt ja nun die Schönholzer Straße, weil wir ja aufgrund des neuen Wassereinbruches eher raus mussten. Und die Schönholzer Straße war hier in der Mitte durch einen Gitterzaun abgetrennt. Die linke Seite, von hier aus gesehen, war schon Sperrgebiet, war zwar bewohnt, aber durfte nur von Leuten betreten werden, die wirklich in dem Haus wohnten. Die rechte Seite war frei zugänglich. Und wir wussten, wir sind also ungefähr schon im Bereich dieser rechten Seite. Und haben dann angestrebt, nach Schönholzer Straße 7, nach unseren Karten, hätten wir etwa da sein müssen, nach oben zu gehen. Und dann war also am 14. September 1961 war dann dieser Durchbruch. In Berichten über Tunnelbau wird oft gesagt, durch die Kellerdecke. Aber es ist ja nicht, wir sind durch die Kellersohle nach oben gekommen, ne? Logischerweise. Und die Kellersohle sind in den alten Häusern hier aus der vorigen Jahrhundertwende meist nur Lehm, fester Lehm, gestampfter Lehm oder Ziegellagen, also keine Betonsohlen. Da kam man also relativ leicht durch. Und der Hasso Herschel hat den Durchbruch gemacht. Dann waren bei der Gruppe, die im Osten im Haus waren, war noch Joachim Neumann, der hier auch als Zeitzeuge manchmal redet, der Luigi Spina und der Joachim Rudolf, auch einer, der noch lebt, der ist Jahrgang 38, Neumann ist Jahrgang 39, alles alte Männer ist heute schon. Nun war das Problem, nach unserer Vermessung mussten wir unter der Schönholzer 7 sein. Aber das war ja nur festgelegt durch die Vermessung. Ob das nun stimmte, war ja die große Frage. Und als die durch waren, ist dann der Joachim Rudolf, er hatte nur den Spitznamen der Kleine. Der hat sich dann so leidlich sauber gemacht und ist vom Keller raus in den Flur und auf die Straße gegangen und hat geguckt, welche Hausnummer ist es denn nun. Ne? Und das war tatsächlich die 7. Also unsere Vermessung hat relativ genau gestimmt. Und nachdem das feststand, haben wir dann über Telefon an unserem westlichen Ausgangspunkt des Tunnels telefoniert. Und daraus lief dann die ganze Organisation der Kuriere. Kuriere sind also Leute, die aus West-Berlin nach Osten fahren konnten, um potenzielle Flüchtlinge zu benachrichtigen. Begann diese Aktion. Und eine dieser Hauptkuriere war die Freundin von dem Domenico Sessa, eine Frau aus Düsseldorf, eine junge Frau. Die kamen also aus einem völlig, so ein bisschen High Society in Düsseldorf, völlig anderes Milieu als wir. Wir haben sie dann immer die Gräfin genannt, weil sie so etwas aufgedonnert auch einherging. Und der eigentliche Hauptkurier fiel aus wegen Angst oder Krankheit, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hat Mimo, Domenico Sesta, hat dann seiner Freundin gesagt, ob sie das nicht machen könnte. Und die war damals vielleicht 23, war auch sofort einverstanden, ohne sich große Gedanken zu machen und hat als wichtige Hauptkurierin dann die Flüchtlinge im Osten benachrichtigt. Und das war dann schon so verabredet, dass die in verschiedenen Kneipen in Ost-Berlin sich am späten Nachmittag getroffen haben, in der Kneipe saßen und darauf gewartet haben, dass irgendjemand da reinkommt in die Kneipe, an die Theke geht und bestimmte Dinge macht, irgendwas Auffälliges, der ihn dann eben von den anderen Leuten, die da kamen, unterschied. Und wenn der kam und all das, oder die, in dem Fall war es dann die Frau, das machte, ich weiß nicht mehr, was sie da gemacht hat, also irgendwelche Besonderheiten, war klar, dass sie losgehen können. Schönholzer Straße wussten sie schon als das Lied. Und
Die Gräfin, wie wir sie nannten, Ellen Sester heißt sie eigentlich, die hat dann den Mimow später geheiratet, sind dann die ersten losgegangen. Zwei Familien, das war einmal dieser Freund von dem Luigi Spina mit seiner Frau und seinem anderthalbjährigen Kind und die Mutter, die war ungefähr so 50 Jahre. Und die Schwester vom Hasso Herschel, die Anita, mit meinem Semesterkollegen und auch mit einem anderthalbjährigen Mädchen. Und das waren die ersten, die dann losgingen, hier Richtung Schönholzer Straße und dann eben auch durch den Tunnel gingen. Und das war natürlich ziemlich dramatisch. Also es war dann noch ein Losungswort ausgemacht, wenn die dann an dem, also die mussten von der Hauseingangstür durch den Flur. Und dann gibt es so immer so eine Kellertür, wo es so eine Kellertreppe nach unten geht. Und wenn sie da waren, dann stand da meist war es der Hasso Herschel, der oben stand, der hatte damals so einen riesen Vollbart. Und seine Schwester hat ihn kaum erkannt. Und wenn die dann als Losungswort, das hieß Panzerkreuzer Potjomkin, das kam von Herschel, also das kennen Sie, das ist ein besonderer Film aus den 20er Jahren. Und dieses Losungswort, war dann klar, dass es eben keine Hausbewohner waren, sondern Flüchtlinge. Und dann runter in den Keller, rein in das Loch und dann ging es ja in diesem Loch im Kellerboden, ging es ja erstmal so 2 Meter schräg nach unten. Und das, man muss sich vorstellen, wir waren es gewöhnt, durch die Tunnelröhre zu gehen. Seit Monaten haben wir ja da gebuddelt. Aber für einen Flüchtling, der kommt, sowieso schon aufgeregt ist, war es ja nun ein Problem, da reinzurutschen und da weiter zu krabbeln. Und deswegen hatten wir in den ganzen 130 Metern, alle 10, 15 Meter lag einer von uns in dem Tunnel. Ne? Um also Flüchtlinge, die jetzt Angst kriegen und nicht weiter wollten, dazu zu bewegen, weiterzukriechen. Das ging ja nicht. Die konnten ja nicht wieder zurück. Wer einmal da drin war, musste auch weiter. Ne? Hat sich dann aber herausgestellt, dass nicht einer von den Flüchtlingen, und das waren ja meistens eben Leute um die 20 bis 30 und manchmal auch aufgrund der Mütter oder Väter irgendjemand, der schon fast 50 war, aber die waren alle noch gut beweglich. Und die beiden Babys von 1,5 Jahren, die wurden den Frauen natürlich abgenommen. Die haben wir Fluchthelfer dann von einem zum anderen weitergegeben. Denn wir konnten auch auf 3 Beinen sozusagen da kriechen. Naja, es klappte alles wunderbar. An dem Tag sind dann 27 Flüchtlinge durch den Tunnel gekommen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, was das für ein Glücksgefühl war, dass sowas, wo man so viel Arbeit reingesteckt hatte. Von der Motivation und so mal ganz abgesehen, dass das geklappt hatte, war also grandios. Wir hatten aber von vornherein gesagt, wir machen das eigentlich nur einen Tag aus Sicherheitsgründen. Aber es war ja nichts passiert. Die Flüchtlinge sind alle gekommen, nichts war passiert, kein Vorbau hat irgendwas gemerkt. Und da haben wir dann, so ein Teil hat sich dann an dem Abend nochmal zusammengesetzt oder in der Nacht und hat überlegt, also wir wollen es doch noch einen Tag versuchen. Aber das Problem war ja nun, dass für den nächsten Tag keine Leute in Ostberlin benachrichtigt waren. Wir mussten also wieder irgendwelche Kuriere und Kuriere waren immer nur Ausländer oder Westdeutsche. Denn die Westberliner durften ja nicht nach Ostberlin. Da musste man schnell jemand haben, der rüberfuhr und Leute benachrichtigte. Und das war dann am 15. September, schöner Spätsommertag. Die jungen Leute sind meist rausgefahren, baden. Jedenfalls sind von denen, die benachrichtigt werden sollen, sind nur 2 angetroffen worden. Das eine war ein Schulkamerad vom Joachim Neumann, das weiß ich noch. Der andere weiß ich nicht mehr. Waren uns 2 junge Männer. Sodass an diesem zweiten Tag nur noch 2 Flüchtlinge gekommen sind. Also 27 und 2, 29, deswegen der Name Tunnel 29. Und nachdem die beiden durch waren, sind wir also nochmal reingekrochen. Ich bin da auch nochmal mit reingekrochen und da war das dann so an manchen Stellen, war dann oben nur noch so viel Luft, alles war nur noch Wasser. Ne? Also es war nichts mehr zu machen, damit musste die Sache absolut abgebrochen werden. Aber es war immer noch nichts bei den Organen, wie man sie nannte, noch nichts bekannt geworden. Ne? Ja, es war große Freude, dass es so geklappt hat, ärgerlich, dass also nicht noch mehr durchkommen konnten. Ja, das war die Sache mit dem Tunnel 29.
Wir haben dann also ein Jahr später den sogenannten verratenen Tunnel gebaut. Der ging von dem gleichen Ausgangspunkt in die Brunnenstraße 45, das ist hier schräg gegenüber. Der ist auch bis zum Ende gebaut worden, im Februar 63. Natürlich auch mit dem Theodoliten vermessen, aber in dem Fall leider nicht so genau. Der Durchbruch war auch für einen bestimmten Tag festgelegt und auch die entsprechenden Leute benachrichtigt schon, die Flüchtlinge. Und wir sind nach oben, war auch wieder Herrscher, der das machte, nach oben in einen ganz festen Boden. Und da haben wir mussten wir feststellen, dass man nicht im Haus rauskam, sondern am Hausrand. Und das war Februar, da waren 15, 16 Grad Kälte. Der Boden war etwa 30, 40 Zentimeter tief gefroren. Und gefrorener Boden ist fast wie steinhart. Jedenfalls, wir kamen gar nicht nach oben durch. Es war klar, wir mussten also irgendwie im Hof sein. Und dann, ich weiß nicht genau, wie das war, also wir haben irgendwie sowas von wie einen Lichtschacht gefunden oder was. Jedenfalls war klar, wir sind an der Hauswand im Flur, am Hof. Dann wurde die ganze Sache abgeblasen. Wir sind dann noch mal ein Stück weiter in der Richtung, dass wir dann also wirklich im Haus waren. Und dann wurde zwei, drei Tage später noch mal nach oben gegraben. Sind an dem Tag vorher schon zwei Kuriere nicht wieder zurückgekommen. Die sind also, wir wussten nicht, die kamen jedenfalls nicht wieder nach West-Berlin. War alles schon so ein bisschen unsicher, weil dann noch der erste Termin eben abgesagt werden musste. Also hat aber dann trotzdem den Durchbruch gemacht, natürlich besonders vorsichtig und hat ein ganz kleines Loch gemacht und hat also versucht zu gucken und zu hören. Hat er gehört, hat Schritte gehört im Keller. Hat dann wohl auch Füße gesehen und Stiefel oder was jedenfalls. Es war klar, da sind Leute im Keller schon und damit war die Sache geplatzt. Wir haben aufgehört und es war tatsächlich, die Stasi war schon im Keller. Ne? Die Frau Dr. Loke, die ja hier stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Bernauer Straße war, früher, vor zwei, drei Jahren noch, die hat dann als Historikerin einen ganz anderen Zugang zu den Stasi-Akten. Die hat dann wirklich festgestellt, wo der Verrat gewesen ist und die Stasi wusste also schon Bescheid. Das war also dann nicht gelungen und sie hat dann ein Buch darüber geschrieben, das heißt der verratene Tunnel, das ist dieser Tunnel von der Mernauer Straße da zur Brunnenstraße 45. Ja, damit waren meine Aktivitäten, ich habe da auch gar nicht mehr mitgebuddelt, ich habe dann bei diesem Tunnel dann auch nur die Vermessungsarbeiten gemacht, mit dem Joachim Neumann zusammen, der hatte auch Bauingenieurwesen, erst in Cottbus und dann, nachdem er geflüchtet war, im Dezember 61, hat er hier an der TU weiter studiert. Und da haben wir ja auch Vermessungsgründe beim Bauingenieurstudium. Wir konnten also mit dem Theodoliten umgehen. Das war erstmal das Ende meiner Aktivitäten. Der Hasse Herschel hat natürlich immer weitergemacht, alle möglichen Geschichten. Ich bin mit ihm dann nochmal mit einem anderen mit drei von Jahren durch Afrika gefahren, also von Kapstadt, von Algier bis nach Kapstadt und wieder nach Windhoek zurück. Und als wir von da aus zurückkamen, das war Ende 1970, haben wir gesagt, wir bauen nochmal einen Tunnel. Und da war also Hasse und ich zusammen und noch andere. Und das ist dann der letzte Tunnel gewesen, der 71 war das. Das ist ja der Tunnel, der durch den Besuchertunnel hier, den Sie ja gesehen haben, unten angegraben worden ist. Da hatte ich auch die Vermessung gemacht damals. Und wir waren mit diesem Tunnel, der sollte hier in die 142 oder 143 gehen, Brunnenstraße. Der ging von dem Eckhaus Bernauer Straße aus. Und der war bis auf 10 Meter fertig. Wir waren praktisch bis auf 10 Meter an den Endpunkt heran. Da kam eines Tages hier in dem Todesstreifen, Grenzstreifen, kam Vorpo mit Ultraschallgeräten und haben angefangen, den Boden abzuhören. Ne? Und zwar, wir hatten einen Beobachtungsposten in der Bernauer Straße, wo wir genau in die Brunnenstraße reingucken konnten, denn wir wollten ja mal sehen, die Aktivitäten an der Stelle, wo wir mit dem Tunnel raus wollten. Naja, da haben die mit den Ultraschallgeräten, haben sie da angefangen. Also hier geht ja auch die U-Bahn lang und wir haben also auf der anderen Seite der U-Bahn vor dem Haus, wo wir Beobachtungsposten oben hatten, haben sie angefangen zu horchen. Dann über die U-Bahn drüber weg auf die andere Seite.
und haben dann tatsächlich die damals in etwa 7-8 Meter Tiefe liegende Tunnelröhre gefunden mit diesen Ultraschallgeräten. Und haben dann an der Stelle angefangen, einen riesen Trichter zu graben. Da gibt es auch Bilder, da waren ja im Westen waren dann immer so Holzpodeste, wo man über die Mauer gucken konnte. Da habe ich gestanden und habe zugeguckt, wie die da diesen riesen Trichter bauen. Und naja, damit war für uns die Sache geplatzt. Das war also meine letzte Aktivität in dem Bereich. Und ich weiß nicht, ob sie unten in dieser Tunnel, in dieser Besuchertunnel waren. Da kann man ja an einer Stelle links und rechts rausgucken in diesen damals von uns gegrabenen Tunnel. Nun ist das alles 60 Jahre her oder noch länger. Und nun bitte ich noch um Fragen. Ja? Was ist aus der Freundin passiert? Ja, die Freundin, die hatte ja nur 7 Jahre bekommen. Und mit dieser Ägide hat sie ein Jahr im Knast gelebt, in Halle. Diese Ostzuchter, die hatten alle Namen. Deren Halle hieß Roter Ochse. Und da hat sie ein Jahr gesessen. Und nach einem Jahr gab es einen sogenannten Kassationsprozess, der also von der DDR-Staatsanwaltschaft ausging. Und da sind die alle auf die Hälfte runtergesetzt worden. Die Stasi hat dann selber gemerkt, dass sie da mit den Strafen wohl etwas zu hart zugeschlagen hat. Und die Achtjährigen kriegten 4 Jahre, meine Freundin 3,5 Jahre. Und hat dann 2-3 Jahre gesessen in Halle, ist aber während ihrer Strafe von der Stasi so bearbeitet worden, dass sie irgendwann als IM unterschrieben hat, als informeller Mitarbeiter. Nicht? Und mit dieser Maßgabe ist er dann auch eher rausgekommen, um also erstens mal Aktivitäten von seitens von Fluchthelfern zu beobachten oder zu bespitzeln. Und dann auch, die war MTA, medizinisch-technische Assistentin, und hat vorher in diesem Regierungskrankenhaus in Buch gearbeitet. Und da ist sie auch so, nachdem sie aus dem Knast rauskam, erst hat sie war so eine Weile an der Charité und ist dann aber wieder in dieses Krankenhaus gekommen, mit der Absicht seitens der Stasi, die wichtigen Ärzte in diesem Krankenhaus zu bespitzeln. Das war also ihre Aufgabe. Das hat sie dann 2 Jahre machen müssen. Und nach 2 Jahren, nachdem die Stasi gemerkt hat, dass sie also nichts lieferte, jedenfalls nichts, was der Stasi bedeutungsvoll erschien. Ich kenne das alles aus späteren Akten. Dann ist dann 2 Jahre später, hat die Stasi gesagt, es hat keinen Sinn, wir geben das auf. Aber 2 Jahre musste sie sich noch mit dem Stasi-Offizier treffen, in einer konspirativen Wohnung in Ostberlin. Und dann wurde die Sache abgebrochen. Ich kenne das alles aus ihren Stasi-Akten, die ich ja dann nach 1990 eingesehen habe. Sie hat also als sogenannter IM nichts berichtet und dann hat die Stasi sie fallen lassen. Also, genauso ging es der Freundin von Achim Neumann, die ist auch aufgrund eines Fluchtversuches in den Zuchthaus gekommen in der DDR. Allerdings hatte sie wohl nur 1,5 oder 2 Jahre, nur in Anführungsstrichen. Ist aber auch als IM bearbeitet worden. Hatte aber das Glück, dass sie bei einem Tunnel 1964, den der Achim Neumann hier auch gegraben hatte, und zwar der ging in der Strelitzer Straße raus, also nicht hier in der Bernauer, in der Schönholzer, sondern Strelitzer Straße. Das ist der sogenannte Tunnel 54, heißt das, glaube ich. 57. Also wegen der 57 Flüchtlinge, die da durchgekommen sind. Und durch diesen Tunnel ist die Chris Neumann also durch diesen Tunnel gekommen und hat dann ihren Freund, der ja durch diesen Tunnel nun auch wieder zur Flucht verholfen hat, geheiratet. Die brauchte nun nichts mehr groß berichten, weil sie ja dann schon im Oktober 64 eben hier im Westen war. Aber das konnte man so sehen, die Methoden. Die haben also diese jungen Mädchen, haben sie dann im Knast bearbeitet und haben sie versucht, weich zu kochen als informelle Mitarbeiter. Hat aber in beiden Fällen nicht geklappt. Also die Sicht auf informelle Mitarbeiter, IMs, die ist also sehr unterschiedlich. Das sind manchmal sehr unangenehme Leute, muss man sagen, aber teilweise sind es auch Leute, die aufgrund von Zuchthausstrafen dazu gepresst worden sind und manchmal gar nichts weiter gemacht haben. Also man muss da sehr vorsichtig sein in der Verurteilung solcher Leute. Noch irgendwelche Fragen?
Haben Sie noch Kontakt mit Leuten, die geflohen sind? Oder hatten Sie, konnten Sie Kontakt halten mit denen? Ja, ich habe auch so Kontakt heute noch mit der Christine, also meiner damaligen Freundin, die dann 7 Jahre, dann 3,5 Jahre kriegte. Die hat dann in Ostberlin geheiratet, nachdem sie raus war. Also wann hat sie geheiratet? Ich glaube 66 oder 65. Wir haben dann schon über meine Schwester, die sie immer in Ostberlin besucht hat, schon Kontakt gehabt, aber ich konnte ja nicht nach Ostberlin. Das erste Mal in Ostberlin war ich im April, im Pfingsten 89. Aber wir haben uns geschrieben und im Sommer 89 habe ich sie das erste Mal in Ostberlin wieder getroffen. Also da waren wir dann schon nicht mehr Mitte 20, sondern schon Anfang 50. Ne? Und sie lebt auch heute noch, also die ist Jahrgang 38, also auch schon eine sehr betagte Frau. Ja, Kontakt hast du ja noch zu Evi Rudolf, die ja zwischendurch durchgekommen ist. Ja, vom Anita Möller. Evi Rudolf. Ja, also der einer dieser Leute, der hier, wo ich erzählte, der rausgegangen ist und geguckt hat, ob es nun wirklich die Schönholzer 7 ist, das war Joachim Rudolf. Und seine jetzige Frau ist damals durch diesen Tunnel gekommen. Da hieß sie, damals? Weiß ich auch nicht mehr. Ja, sie war also verheiratet, hatte ein anderthalbjähriges Mädchen, das war das erste Paar. Der Mann war ein Studienkollege von dem Luigi Spina, der studierte an der Kunsthochschule in West-Berlin als Ostberliner. Der konnte natürlich nach dem 13. August dann nicht mehr an die Hochschule, ist aber dann durch diesen Tunnel gekommen. Und der Joachim Rudolf war einer der wichtigsten Tunnelbauer bei der Geschichte. Und da wurden dann so Feste gefeiert mit den Flüchtlingen. Dann hier in West-Berlin, und bei diesem Fest hat sie dann den Joachim Rudolf kennengelernt. Nichts der Teufel manchmal will, hat sie sich in den Kerl so verliebt, dass sie ein Jahr später geheiratet haben. Und mit dem ist sie heute noch verheiratet. Anita Möller ist ja noch als, die kennst du noch als... Ja, Anita Möller, naja, die kenne ich seit sie 17 Jahre war, als ihr Bruder, der hast du ja schon noch im Knast saß im Osten. Ja. Aber die ist ja dann durch den Tunnel gekommen und seitdem sind wir eng befreundet und haben immer noch Kontakt. Und die ist ja auch hier als Zeitzeugin. Nicht? Ja, ja. Und da ist ja damals auch dieser, sind ja diese Tunnelfilme gedreht worden von NBC, ne? Ja. Und sie hat auch Kopien von diesem Tunnelfilm von NBC. Der ist, also das habe ich vorhin gar nicht so erzählt, bei diesem Tunnel 29 ist also von den beiden Italienern und noch ein, zwei anderen ist Kontakt aufgenommen worden wegen finanzieller Gründe mit Filmgesellschaft NBC. Und die NBC, die haben sie angeboten, bei diesem Tunnelbau einen Film zu drehen. Und die NBC hat also dann tatsächlich gefilmt bei dem Tunnel 29. Das wussten nur die beiden Italiener, die das organisiert hatten. Noch einer wusste, der Joachim Rudolf wusste es. Vielleicht noch eine Frage? Hat noch einer? Ja, machen wir dich noch mal. Ja, bitte. Ich kann mir vorstellen, in so einer Gruppe steht man ja auch unter einem enormen Stress. Ne? Man geht da ja ein Risiko ein, das ist körperlich anstrengend. Gab es da irgendwie Momente, wo irgendwie die Gruppe auseinanderzufallen drohte? Gab es Streit? Nein, eigentlich nicht. Es gab natürlich besondere Momente. Und ein ganz wichtiger Moment bestand darin, gerade bei dem Tunnel 29, dass einmal nachts jemand an die Tür klopfte. Das war dann im Hinterhof, konnte man im Hinterhof in die Seitengebäude, von den Seitengebäuden dann vor in den Keller, klopfte jemand an die Tür und da sagte einer, ja, er hätte gemerkt, hier wird irgendwas gemacht und er will auch Leute aus dem Osten rüber haben und er will da mitmachen. Das war natürlich für uns, und zwei von uns standen da an der Kellertür, an der Tür in den Hof, und da wurde der gepackt und reingezogen in den Keller. Und war natürlich erstmal sehr verdächtig, dass da einer kommt. Und
Ja, dann spielt, also, naja, Name fällt mir jetzt nicht ein. Also, wir sind mit demjenigen zur politischen Polizei in Berlin gegangen, haben den überprüfen lassen, weil der uns natürlich sehr verdächtig vorkam, denn wir haben das ja alles sehr geheim gehalten. Der ist von der politischen Polizei eine Nacht lang bearbeitet worden und geprüft worden. Die haben gesagt, es liegt nichts vor gegen ihn. Die saßen damals hier am Tempelhofer Feld in den Gebäuden, haben ihn wieder entlassen und Hasso Herrschel und noch ein anderer haben ihn dann wieder mit zum Tunnel genommen. Er wollte ja auch wieder dahin. Und er hat dann mitgemacht bis zum Ende, aber er durfte nie raus. Nicht? Während teilweise die Leute, die gearbeitet haben bei dem ersten Tunnel, auch abends manchmal oder nachts nach Hause gegangen sind. Bei allen späteren Tunneln sind alle, die gearbeitet haben, bis auf zwei, drei, die sie versorgt haben, immer im Keller geblieben, aus konspirativen Sicherheitsgründen. Und er hat dann tatsächlich bis zum Ende mitgemacht, wollte seine Frau und seine beiden Kinder, ein Kind, das hatte er noch nie gesehen, er ist auch aus Berlin abgehauen, das ist dann nach seiner Flucht geboren worden, die wollte er rüber haben und diese Frau mit einer Freundin, die sich dazu gesellt hatte, mit drei Kindern, die sind dann auch als Letzte durch den Tunnel gekommen hier am ersten Tag, gehört zu den 27. Und nachdem die hier waren, die Flüchtlinge sind bei uns in den Arm gefallen und da war der Mann natürlich völlig rehabilitiert. Ne? Bis dahin haben wir immer noch gedacht, er könnte vielleicht für die Stasi arbeiten. So, wir machen Schluss. Es tut mir leid. Ich habe hinterher nicht. War schön, wieder mit dir Tour gemacht zu haben. Wir kennen uns auch schon eine Weile. Wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Ja. Ich hatte noch mal mitgehabt, mache ich ja manchmal Führungen im Gefängnis. Er kam mit in der Keibelstraße mal, wo ich da auch inhaftiert war. Und da war er immer zu mir, sagte, Mensch, Karl-Heinz, du kennst mich immer. Du hörst immer so viel für dich. Ich weiß gar nicht, was du für einer bist. Und ich sagte, Mensch, dann komm mal mit. Da werde ich ein bisschen was über mein Leben erzählen und über die Gefängnisse. Meine Freundin hat ja auch in der Keibelstraße. Ja, deswegen war das natürlich immer ganz gut. Ne? Und deswegen, wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Und ich bin immer zufrieden, wenn ich ihn mal habe. Wir hatten jetzt lange schon miteinander jetzt nichts mehr. Obwohl ich ja mal mit dir telefoniert habe und du sagst, Mensch, ja, ich mach wieder. Ne? Und ja. Da habe ich gesagt, na gut, okay, beim nächsten Mal machen wir gleich. Und dann haben wir das alles mit dir zusammengesetzt. Also, gut, das ist okay, also ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Es ist natürlich immer schön, dass wir diese Sondertour noch anbieten können. Wer weiß, wie lange noch. Ne? Deswegen haben wir heute auch ein bisschen was aufgezeichnet. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Das hatten wir gestern mal so besprochen und ich finde es auch gut, dass er es macht. Das ist für uns auch, ich mache ja die Ausbildung der Referenten, auch das ist immer ganz gut, dass man das als Lernsache für die auch bereitstellen kann. Und deswegen haben wir hier natürlich ein bisschen was aufgebaut. Ja, schön, dass ihr erstmal alle da wart und ich habe eine kleine Sache, die ich euch... Ich freue mich natürlich auch über die Resonanz, die hier stattfindet. Bei dir sind ja voll. Meist jüngere Leute, die also den Mauerbau noch gar nicht erlebt hatten, nicht? Deswegen also finde ich das toll, die Resonanz, die... Also wer Interesse hat, kann gerne nochmal unsere Ausstellung Germania anschauen. Das ist Berlin, die Reichshauptstadt, die Albert Speer mit Adolf Hitler bauen wollte. Wir haben eine Ausstellung, man kann mit der Eintrittskarte der Tour M direkt dorthin fahren und hat, glaube ich, dann ermäßig 50% ermäßig, glaube ich, kostet nur 3 Euro. Recht interessant ist nur sonnensoffen, also auch das wäre möglich für euch. Wer da noch Interesse und wer Zeit hat, kann gerne dahin fahren. Ansonsten sind wir jetzt am Ende. Schön, dass ihr alle da wart. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt auch gerne was in so eine Kaffeetasse tun. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr aus der Kaffeetasse auch wieder was rausnehmen. Schönen Dank, dass ihr da wart. Wir machen euch jetzt die Tür auf und dann geht es gleich weiter. Dankeschön. Danke.